Willkommen zurück zu einer neuen unheimlichen Folge Little Nightmares. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz gruselig mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Wir machen direkt weiter mit den DLCs. Das Hauptspiel haben wir schon komplett beendet. Jetzt kommen die DLCs dran. Die DLCs habe ich noch nicht gespielt, denn ich habe damals das Hauptspiel zum Release durchgespielt. Und logischerweise gab es da eben noch keine DLCs. Also auch für mich eine komplett neue Erfahrung. Wenn ihr mich unterstützen wollt, geht ganz schnell, dauert nur eine Sekunde, einfach eine Bewertung dalassen und wir starten jetzt. Na, das fängt ja schon mal großartig an. Oh, eine kleine Puppe. Okay, wir sind hier auf der Kinderstation. Und hier oben schlafen die Kinder. Aber wir wissen nicht, was sie mit den Kindern machen. Und neben mir das Bett war leer. Könnte sein, dass da schon irgendjemand stiften gegangen ist. Oh, oh. Oh nein. Mr. Fingerling. Okay, ich weiß auch gar nicht, wann das Ganze zeitlich spielt. Entweder parallel, also dass man hier so ein bisschen versetzt ist. Oder, Achtung Püppchen! Oder es spielt halt wirklich davor, vor dem Hauptspiel. Weil wir wissen ja, Six hat Mr. Finger die Arme genommen, damit er nie wieder ein Kind befingern kann. Ein Schiff. Aber das kann eigentlich gar nicht unser Schiff sein, denn unser Schiff sieht aus wie der Panzer einer Schildkröte. Oh nein, die Blutsauger sind auch wieder am Start. Diese widerlichen Kreaturen. Und das fiese, allessehende Auge. Okay, ich denke mal, wie gesagt, parallel oder vor dem Hauptspiel. Ich meine, wir hatten ja im Hauptspiel Hinweise, dass schon mal irgendjemand anderes zumindest es versucht hat, zu entkommen. Könnte ja unser kleiner Freund hier gewesen sein. Okay, wo muss ich denn hier hin? Wahrscheinlich hier oben hin. Achtung, Vorsicht. Hey, 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 Kleine. Ich habe kein Feuerzeug, ich habe keine Taschenlampe. Ich bin nicht wirklich gut ausgerüstet. Okay, wir gehen den Weg zurück. Boah, der hat echt keine Energie. Gleich bricht er wahrscheinlich zusammen und braucht einen Snickers. Hier ist schon mal kein Strom. Weil im Hauptspiel waren ja hier wirklich die Gitter unter Spannung. Boah, er sieht auch nichts. Wir schleichen hier durch den dunklen Nebel. Klopapier. Da geht es hin. Hey, 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 warte, Kleine! Ah, natürlich. Das haben wir doch gesehen. Das Seil aus den Laken. Das haben wir gesehen, das haben wir sogar verwendet, als wir hier reingegangen sind. Er versucht zu fliehen, sie hat ja versucht, in das Schiff einzudringen. Okay, die Kleine ist ganz schön schnell. Ich meine, vielleicht bekommen wir durch die DLCs auch mehr Informationen über das Spiel, weil viele rätseln ja rum. Die Veganer sagen, ey, das war eindeutig eine Kritik am Fleischkonsum. Ich würde sagen, nein. Also, eine Kritik auf jeden Fall, aber nicht explizit am Fleischkonsum. Es ging da um deutlich mehr. What? Was ist da drin? Irgendwas schreit da drin doch. Okay, wir sind zu klein, wir sind zu schwach. Wow. Igitt. Igitt. Okay, wir können hier hoch, oder? Ja. Also wie gesagt, zu sagen, das wäre eine Kampagne der Veganer, das ist einfach zu easy. Warte mal, kann ich irgendwas hier bewegen? Den Koffer hier.
Also es geht allgemein um diese Dekadenz und die Gier. Irgendwie geht es um Gier. Okay. Aber am Ende bleibt es eben vom Stil her ein Kinderalbtraum. Und wir wissen, in Kinderalbträumen muss nicht immer alles rational sein und erklärbar sein. Kann ich hier nicht rein? Doch. Oh yes, aber wo ist das Mädchen hin? Ich meine, schön. Schön, dass wir eine Taschenlampe haben, aber trotzdem. Ist das ein gutes Zeichen? Oh oh, nein, 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 nein. In den unteren Ebenen waren wir noch gar nicht. Oh mein Gott, im Wasser sind die schneller. Geh doch durch. Oh mein Gott. Alter. Und wie sie uns direkt konsumieren und leer saugen. Der arme kleine Junge. Hoch, 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 hoch. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ah, oh Gott, ich finde die so widerlich. Ja, ja, ja. Nein, was machst du denn? Warum? Er ist einfach runtergesprungen. Und wird schon wieder übermannt. Und guck mal, wie sie sich alle draufstürzen und fressen. Ab und zu die Steuerung in dem Spiel. I don't know. So, weiter rennen. Hier rüber. Hier ein bisschen. Zack, zack. Austricksen, nach oben ziehen. Und jetzt einfach nach oben. Bitte spring nicht, um Gottes Willen. Jetzt kannst du springen. Jetzt kannst du nochmal springen. Was sind das hier für Geräusche? Was sind das hier für Geräusche? Aber hier komme ich nicht weiter, oder? Nö. Ah, ich will nicht. Ich will nicht, dass der Fingermann uns holt. Okay, okay, wir kriegen das hin. Moment, warum kann ich hier nicht drüber? Ah, jetzt. Das meine ich ab und zu. Keine Ahnung, was ich jetzt anders gemacht habe. Ich kann es euch nicht sagen, Leute. Ich finde es beeindruckend, dass dieser kleine Wicht dann doch hier so ein Brett loslösen kann. Oh mein Gott, was ist das bitteschön für eine unheimliche Puppe? Pinuccio. Du nicht mehr lügen, Pinuccio. Bitte höre auf zu lügen. Nein. Kleiner Mann. Kleiner Mann. Oh Gott. Boy. Oh, komm schon. Oh, ich hab die Hand da unten gesehen. Ich hab die Hand da unten gesehen. Okay, hier gibt es irgendwie nichts, ne? Wenn ich hier runterspringe, bin ich hoffentlich nicht RIP. Igitt. Okay, wartet mal. Ich schmeiß lieber mal so eine Dose dagegen. Ah, das ist so hart widerlich. Weg, 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 weg. Herzinfarkt, wirklich. Ich leide mit dem Kleinen. Wow. Also dank dem Spiel habe ich Angst vor Wasser. Jedes Mal, wenn wir hier irgendwo reinspringen müssen, denke ich nur so, gleich wird er gefressen.
Okay. Nee. Nee, da geht gar nichts. Ah. Aha. Jetzt geht da was. Okay, jetzt können wir das hier fluten. Ist das gut? Ich meine, wo genau wollen wir denn hin? Wahrscheinlich hier durch. Okay, im Wasser funktioniert leider keine Taschenlampe. Ich frage mich nur, was ist das für eine Kreatur mit den Händen? Ich glaube nicht, dass es Mr. Fingerling ist. Ha. Okay. Alright, wie komme ich hier durch? Hm. Ah. Gerade habe ich da hingelangt, ging nix, jetzt ging's. Jetzt ging es plötzlich. Nein, 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 nein. Oh nein! Oh nein! Oh Gott. Bitte verschone mich! Sieht man dieses Ding irgendwann mal? Ich bin sehr neugierig. Wow. Der hat mich runtergestoßen. Das findet er gar nicht gut. Schneller, 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 schneller. Bitte, 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 bitte. Oh Gott. Und das war's. Zusammengekauert in der Ecke. Geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch. Huh. Ah, Toilettendeckel hilft nicht. Hilft nicht. Oh no. Okay, Toilettendeckel ist keine Option. Mist. Wir müssen also unbedingt auf die Couch. So, von hier an schön mit Schmackes. Hier hoch. Okay, okay, gut, 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 gut. Wasser ist böse, liebe Kinder. Wasser ist sehr, sehr böse. Komm schon. Geh da raus, geh da raus. Huh. Ah, Gott, wie ich dich hasse, Dude. Okay, ich kann hier hin. Kumpel? Warum? Warum willst du unbedingt sterben? Ha. Huh. Ihr sagt nicht, das klappt nicht. Ah, okay. Okay, alles gut. Hat er das eben gerade festgehalten? Und klar, da sind Kinderleichen drin. Das ist ein Sack voll Kinderleichen. Wer kennt's nicht?
Ich glaube, es muss ein bisschen weiter runter, oder? Kumpel. Kumpel! Es gibt es nicht. Oh mein Gott, ich hab's gesehen. Was ist das? Irgend so eine Frau? Habt ihr es gesehen? Mit langen Haaren? Irgend so eine... Keine Ahnung. Quantums Mama. Also definitiv verwandt mit Quantum. Steuerung, der wahre Feind. So, nochmal das Ganze. Die Seehexe. Ah, guck hier, sie hält's fest. Alright, alright. Jetzt schwing. Schwing um dein Leben. Ja, was mache ich hier? Ablenken? Friss da hinten. Ah, oh Gott, ich... Das Spiel ist wirklich ein Nightmare. Das Spiel ist wirklich ein verdammter Albtraum. Alright. Okay. Ha. Huh. Lösungsvorschläge? Was ist das hier? Ein Bündel. Ein Putzeimer oder sowas? Hm. Ich finde hier Schuhe und Kram. Das rieche ich ja wahrscheinlich gar nicht hier oben hin. Hm. Ah, wartet mal. Kann man hier hoch? Was ist mit dem Seil hier? Hier ist eine Schlinge. Aber damit kann ich irgendwie auch nichts machen. Ich bin zu klein, um an die Klinke zu kommen. Was haben wir hier? Okay, wir haben Objekte zum Werfen. Die wir nicht da hochkriegen. Können Müll Basketball spielen. Hey, gerade stehe ich wirklich ganz schön auf dem Schlauch. Was ist das hier? Ne, das bringt mir auch nichts. Irgendwas übersehe ich hier gerade. Ich weiß leider nur nicht so genau, was. Das Brett mit rübernehmen. Ha. Spiel. Man möge mir einen Hinweis geben. Nee, hier kann ich nichts machen. Hier ist halt noch so ein Seilzug. Kann ich hier ran? Ab und zu sind die Dinge doch so einfach und man sieht es nicht. So, schaut mal hier. Das Brett, das geht nämlich nach unten. Da kann man wahrscheinlich, wenn man schnell genug ist, hier einmal hochflitzen. Und ran. Alles klar, lass los. Okay, noch ist die Meereshexe nicht hier. Was ich sehr, sehr angenehm finde. Gut. Keine Meereshexe. Sehr, sehr gut. Alright, müssen wahrscheinlich hier runterklettern, oder? Ja. Ja. Naja, das war auch Klettern.
Das war auch eine Form von Klettern. Ah, da oben rappelt was. Ich wette, da ist der Schlüssel drin. Komme ich hier ran? Und? Da ist der Schlüssel drin. Aber auch so ein Sauger, der den Schlüssel durch die Gegend klickert. Weg. Weg. Wie die sich fortbewegen. Geh weg. Kleiner Sauger. Ich bin froh, wenn wir hier unten raus sind. Weg von allem, was nass ist. Oh nein. Da oben sehen wir die Sicherungsspritze und ich wette, wir dürfen hier nicht ins Wasser, ha? Huh? Wartet mal. Was bringt der hier? Ah, ja. Okay, jetzt ist das Wasser hier ungefährlich. Bleibt das so? Wenn ich es zumache, habe ich wieder neues Wasser, oder wie? Okay, ich könnte vielleicht hier drauf springen. Von hier dann hier drauf springen. So ungefähr. Dann gehe ich hier wieder hoch. So, Wasser kommt. Huh. Don't touch the water! Alright. Problem gelöst. Oh oh, oh oh. Horrorduschen. Horrorduschen. Und da drüben ist ein schwarzes, flutschiges Loch. Auf den Trick falle ich nicht zweimal rein. Habt ihr es gesehen? Was ist das hier für ein komischer Clown? Kann mir kaum was Schlimmeres vorstellen als diesen Dude. Komm schon, bitte, 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 bitte. Yummy. Hol dir fressen. Hol dir das Fressi Fressi. Ah, ha, 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 ha. Oh, der ist schnell. Sehr schnell. Oh, ich wollte springen. Jetzt habe ich es vielleicht versaut. Oh, was? Er hat ein Brett weggeschlagen. Ist das legal? Das ist doch illegal. Aber ich lande hier. Was irgendwie fair ist. Och nö, er spawnt hier. Was irgendwie nicht fair ist. Was ganz und gar nicht fair ist. Okay, wo lang, wo lang, wo lang? Irgendwo hier drüben hin. Let's go. Keep rushing, my friend. Keep rushing. Nein! Du sollst doch einfach nur klettern. What's your problem, man? Bitte, 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 bitte. Bitte konsumiere mich nicht, Bademeister. Er blubbert da unten noch. Der olle Schweinehund.
Gut. Boys, Girls, Girls, Boys. Wir sehen uns wieder. In der nächsten Folge. Bewertung dalassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und ich saug einfach das ganze Wasser da unten auf, indem ich Klopapier reinwerfe. Tschüss!